In diesem Video. Eigentlich ist es super einfach. Tatsächlich. Oh Gott. Easy! Easy, lemon squeezy. Chee! Eieiei, Bowser muss jetzt ein komplettes Schiff schieben, Leute. Und dazu müssen wir erstmal finden, wie wir am besten zum Schiff hinkommen, damit wir die Felsen wegmachen für unsere Koopa-Freunde. What? Ach so. Ich checke. Ja, gut. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, wenn ich es jetzt nicht langsam schaffe, wäre es schon absolut peinlich. No! Nochmal zurück, bitte. Hä? Ach, scheiße, man kommt nicht mehr zurück, oder was? Oh, ist das absolut dumm. Hä? Aber warum kommt man denn da nicht mehr zurück? Und was ist das hier? Was riecht denn da so? Nicht schlecht, der Geruch. Ah, wir müssen in die Kraftkammer-Nase jetzt rein. Hä? Was? Ja, ja, sag mal bitte, was passiert hier gerade? Was da von oben kommt, sind Blütenpollen. Darauf hat Bowsers Nase also reagiert. Okay, okay. Was wohl passiert, wenn die Pollen in die Wände berühren? Ihr bewegt euch durch das Führen des Touchpads. Oh, nee. Wenn ihr zum Beispiel das hier macht, dann bewegt ihr euch in die Richtung, in der dem Touchpad gerührt habt. Alles klar, genau. Bewegt euch auf diese Weise und schleudert die Pollen in die Wände. Wir nehmen einfach mal so viel mit, wie geht. Trifft eine Polle auf eine Wand, wechselt sie ihre Farbe an dieser Stelle. Versucht, jede Wand auf diese Weise zu komplett umzufärben. Aha. Dim, 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 dim. Hallo? Hallo? Ja, okay. Alter! Rudi! Let's go! Easy! Die Reaktion wird heftiger. Jetzt müssen wir diesen herausstehenden Abschnitt direkt reizen. What the fuck? What? Was war das denn? Diese Pollen haben eine andere Farbe. Wenn ihr die blauen Pollen berührt, verliert ihr ein Herz. Seid also vorsichtig. Mario, weicht den blauen Pollen aus. Ich hab absolut keinen Schimmer, was jetzt passiert, ne? So, erstmal Pickel treffen. Ich weich den doch ja nicht aus hier. Ja, sehr gut. Den Oberpickel getroffen. Oh mein Gott. Ähm.
Das war schon gut. Selbst beim Niesen bin ich spitzmäßig. Ach du Scheiße. Alles klar. Das könnte mein Niesen sein, auf anderem Niveau. Ich will nur trotzdem zu diesem Secret kommen, ne? Nein, ich will zu dem Item dort oben. Oh, warte mal. Oder komme ich dort oben hin? Oh, nicht schon wieder. Nee, warte mal. Wir müssen jetzt anders das, machen. Ich will zu dem Item da oben. Ist mir scheißegal wie. Wie komme ich denn jetzt zu diesem scheiß Item dort? Erzähl mir nicht, man muss das direkt gleich am Anfang machen. Das wäre absolut kacke. Oh, Alter, Leute, nee. Das ist, finde ich, jetzt absolut kacke, ne? Du kannst das Item nicht mehr holen, wenn du da nicht warst oder was. Das gibt Minuspunkte eindeutig bei der Bewertung. Na gut, dann ist das halt ein Item, was ich nie wieder bekomme. Absoluter Bullshit. Schon wieder der Geruch. Das ist wirklich gut. Oh no, es gibt noch mal so ein Ding. Ja, dann let's go, ne? Dann müssen wir das wohl jetzt machen hier. So, rein da. So, sehr schön. Eigentlich ist das super einfach. Tatsächlich. Oh Gott. Easy! Easy, lemon squeezy. Chee. Was? Was? Habt ihr das gesehen? Das war ja riesig. Absolut verwirrend. Was ist passiert? Ja, okay, dann würde ich sagen, holen wir mal die Koopa-Truppe irgendwie wieder. Endlich frei! Die Koopas sind nun als Shang dabei und mittels einer Koopa-Keile einsetzbar. Shang-Attacke üben? Ja. Wir üben einfach direkt. Achso, warte mal. Ich hätte ja wenigstens gucken müssen, was ich machen muss. Oh mein Gott, nicht dein Ernst jetzt. Ah. Ich verstehe, aber wie soll man denn da alle treffen, bitte? Ist ja gefühlt random. Ja, alles klar, Jiggy. Also tut mir leid, alle zu treffen ist absolut unmöglich. Ach, man kann... Oh mein Gott. Okay, meine eigene Schuld, denn man kann das gedrückt halten. Gut, dann weiß ich Bescheid. Dann ist das doch einfacher als gedacht. Ups. Ja gut, aber ehrlich gesagt, da hätte ich jetzt nie gedacht. Ich dachte, wenn es nur unten und oben. König Bowser weiß, wie man einen dramatischen Auftritt hinlegt.
rutscht mit dem Schiff einfach durch die Felsen. Wahnsinn. Wäre ja auch langweilig, wenn das anders täte. König Bowser ist der Beste. Unser König Bowser. Unser König Bowser. So sieht's aus. Habt ihr euch erschreckt? Das habe ich nur für euch gemacht. Unser König Bowser, unser König Bowser, sowas. Unser König Bowser, unser König Bowser und wir labern das noch 100 Mal. Absolut anstrengend. Schlimmer als Kleinkinder. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Wer bist du denn? Also dich kennen wir schon, aber trotzdem, warum bist du da? Oh, das zählt. Ja, nice. Komm, Bowser, du musst nochmal dran sein. Nein, nicht der ausrutschende Bananentyp. Na gut, okay, der hat sehr ausgerutscht bei ihm. Let's go, Feueratem. Hab ich mich echt verdrückt jetzt? Als ob. Ja, Bienenstachel, let's go. Können wir das jetzt bitte nochmal machen? Ohne verdrücken. Ja, jetzt geht's doch. Das hat mich schon echt gewundert gerade. Aber gute EP bringen sie. Also dafür, dass es nur zwei sind, ne? Gut, aber ich will eigentlich hier weiter. Ach du Scheinkleister. Was? Hä? Hä? Nein, alter Bruder. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Aha. Hä? Was zum Teufel? Nee, hä? Ach so! Aber hier geht's weiter. Hier will ich ja nicht weiter. Ah, und hier komme ich hier hin. Ah. Nee. Ich habe absolut keinen Schimmer, wo ich hin will. Aber ich mache jetzt Folgendes. Pass auf. Es gibt ja nur eine Tatsache, dass wir jetzt, wenn wir hier runtergehen... meine Stimme gerade versagt. Dass wir auf der anderen Seite rauskommen... Und wenn ich mir recht entsinne, ich hoffe, ich habe Glück. Ja, Brudi, geh mal auf die Ding ruf. Oh ja, das Ding gibt's nochmal. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt hin. Ja. Nee, hä? Ach, deswegen war der da. Aber wie kommen wir denn zu diesem Block? Ah! Und da wäre der Rowdy-Panzer gewesen. Der wäre sogar wichtig gewesen. Oh mein Gott, mein Gehirn hat mal gefunkst. Verarbeitet, meine ich. I see. Ah. Oh. Ja, jetzt müssen wir nochmal den Weg machen. Aber immerhin, ich habe jetzt die 100% trotzdem. Ja. Aber ich finde das immer noch mit diesem Wasserding echt nicht einfach zu kapieren, wohin man muss. Hui. So, jetzt müssen wir wieder hier unten lang. Dann, glaube ich hier in die Richtung. Genau. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder da angekommen, wo wir hin wollten. Warum ist das eigentlich nicht Arom? Wirrt. Was ist das hier eigentlich?
Ah, damit können wir wieder ins Wasser schleudern lassen. Oh. Ich verstehe. Aber wo kommen wir denn hin? Ach, wieder hier unten hin. Alles klar. Damit haben wir aber immerhin wirklich jetzt den Panzer geholt, der uns vielleicht wichtig sein könnte. Siehst du, den wollte ich eigentlich ausrüsten. Das wäre auch mal eine gute Idee gewesen. Raudi-Panzer heißt er. Oh ja. Sind 10 PP weniger, aber der macht gut die Stats höher. Also ist schon ein geiler Panzer. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir den doch gerne mit. Bin ich echt zufrieden, dass wir nochmal dahin konnten, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir von hier aus weiterkommen. Wie komme ich denn jetzt wieder dahin, wo ich vorher war? Hä? Von hier aus? Geh mal weg, du komische Ameise. Ich glaube ja, ne? Da unten, das Ding ist ja kaputt. Das heißt, da können wir rüber. Ja, genau. Oh Gott, ich hatte jetzt schon wieder Angst gehabt. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch den Fluss hier entdecken, weil ich habe doch hier was vergessen. Ich glaube nämlich eine Kiste habe ich auch vergessen. Weil ich ja direkt versuchen wollte, an die andere zu kommen. Man hätte erstmal eins an den anderen machen sollen, ne? Oh shit. So, so. Alles klar, hier müssen wir die Richtung einschlagen. Stimmt, und von hier konnten wir irgendwie nach oben zu der anderen Seite hinkommen. Oder? Oder auch nicht. Aber irgendwie müssen wir da danach oben kommen. Nee, aber wie kommen wir denn da oben hin? Boah, ich mag das eigentlich absolut gar nicht, wenn ich nicht weiß, wie ich da hinkomme, ne? Nee, ich muss ja irgendwie über Wasser hier dahin kommen. Hä? Ich habe absolut keinen Schimmer, ne? Hä? Was ist denn das für ein scheiß Rätsel hier? Jetzt mal ernsthaft, ich finde das nicht witzig. Okay, ich bin absolut verwirrt. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man dahin kommen soll. Hä? Gut, Leute. Ich habe ein bisschen das jetzt hier ausprobiert mit dem... mit dem Floß. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Und ich zeige es euch mal auf der Karte. Wenn ich die Karte ein bisschen rauszoomen könnte. Wieso kann ich die Karte nicht rauszoomen? Will eigentlich... Ah ja, jetzt. Und zwar gibt es ja hier unten diesen Bereich mit dem Secret Block oben rechts oder links. Und da ist mir aufgefallen, wir haben hier unten doch so eine Plattform. Da bei diesem Ding gibt es doch diese eine Plattform. Die gelbe mit dem Stachy
aufrücken. Vielleicht brauchen wir die Fähigkeit, um dort durchzuflitzen, um zu diesem Item zu kommen. Weil es gibt keine Kombination, die ich bis jetzt gefunden habe, um an diesen Kackblock zu kommen, der mich absolut, absolut triggert, dass der noch da ist. Immerhin, wir haben alles andere ansonsten fertig. Aber dieser Block ist absolut triggernd. Bevor wir dort hinten weitermachen, möchte ich natürlich noch die anderen Abteilungen hier abklappern. Und da gehört das Ding hier hinaus dazu. Spaß, ne? Spaß und Freude, wenn man an den Block noch nicht rankommt. Ach, scheiße, viel zu spät. No, Bowser! Okay, das ging nochmal gut. Aber ja, wie gesagt, mit dem Block, der triggert mich halt so leicht dezent, wegen 100% und so, ne? Ihr kennt mich. Aber das wäre die einzige Erklärung, wie ich sonst dort hochkommen würde. Also wir bräuchten eine neue Fähigkeit von Bowser. Um dort irgendwie an das Item zu kommen. Boah, was ich mir alles merken muss für das Ende später. Schwierig. Was bist du denn? Okay. Alles klar. Monty kann man leider nur verbrennen. Ja, aber wie wir da, also vor allem, ob ich mir überhaupt alles merken kann, ist ja die zweite Frage, ne? Man muss sich ja wirklich alles irgendwie im Kopf behalten. Und das ist schon nicht ganz so einfach. Ja, im Notfall, glaube ich, gibt es bestimmt Karten oder irgendeinen Collecting-Abschnitt, wo man vielleicht sehen kann, was man noch braucht oder was man noch holen muss. Müsste ich mir mal genauestens informieren. Aber erstmal machen wir stinkt nochmal weiter und hauen hier die ganzen Gegner zu Brei, die irgendwas von uns wollen. Genauso wie der Prinz Lakitu, der schon zum 6. Mal kommt oder so. Den lassen wir einfach ignorant ein Prinz sein. Oh, und hier oben kommen wir ja nicht lang. Ne. Ja, wow. Wow, danke. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber das war der unnötigste Rückweg, den ich mir je gemacht habe. Jetzt kann ich ja euch das nochmal zeigen, wie ich das meine, ne? Schwierig. Also instinktiv bin ich dort schon den richtigen Weg gelaufen. Obwohl ich den falschen Weg gesucht habe. Aber hey, was soll's? Nee, gut, okay. Ich habe gerade überlegt, weil wenn man jetzt hätte gedrückt, dann wäre man hier oben hingelangt. Das wäre also auch egal gewesen. So, wie gesagt, egal was wir machen, wir kommen da nicht hin. Und ich habe nur eine Idee, die wir ausprobieren, und zwar im letzten Moment zu schlagen. Jetzt kriegen wir hin. Pass auf. So, das war der letzte Moment, ne? Nee. Nee, Leute. Das funktioniert einfach absolut gar nicht. Schade, Marmelade. Und Brötchen im Schuh. Was suchst du denn hier? Okay, ich wollte eigentlich nur das Item unten abholen. Ah, alles klar. Genau. Ach, du lachst so noch da drüber, oder was? Finde ich jetzt nicht so witzig an der Stelle. Dankeschön. Für diese Ach, gib mir mal dein Gebiss, genau. Ha! Loser! Und nochmal rein da. Oha. Jetzt kriegen sie richtig aufs Brett. Na komm, dann machen wir die. Dann rösten wir die noch zu guter Letzt. Und die überleben das. Dein fucking Ernst.
Als ob der den immer noch überlebt. Wie kann der denn... Alter. Hau den bitte kaputt. Bats, Junge. Was überlebst du so viel? Absolute Frechheit gewesen. Und damit noch ein Levelaufstieg für Bowser. Auf geht's in Level 19. Ich habe gerade gesehen, der hat 11 Angriff bekommen. Alles klar, Bowser. Herzlichen Glühstrumpf. So, 4-4 auf Hörner. Und damit müssten wir eigentlich so langsam wieder woanders unsere Punkte verteilen. Weil, ja, wir haben überall sonst nur noch 3. Das wäre halt absolut nicht gut, wenn wir immer noch bei 3 hängen bleiben. So, aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier unten weitergehen und uns ein bisschen mehr umschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, um nichts zu verpassen. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.